Hallo meine Damen und Herren, ich darf Sie wiederum begrüßen zu einer neuen Ratgebersendung aus der Kanzlei Matthias Amberg. Wie immer darf ich mich am Anfang vorstellen. Mein Name ist Amberg, Matthias Amberg. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Familien- und Erbrecht aus Aschaffenburg. Heute wollen wir uns wieder mit einem spannenden Thema aus dem Familienrecht beschäftigen, nämlich mit dem Unterhaltsrecht. Wenn Sie die eine oder andere Ratgebersendung schon angeschaut haben, wissen Sie, wir haben schon häufiger dargestellt, wie der Unterhalt berechnet wird. Und Sie wissen, dass entscheidend bei der Unterhaltsberechnung immer das Einkommen ist. Aber da, meine Damen und Herren, tauchen immer wieder Fragen auf, die wir tagtäglich in unserer Beratungspraxis quasi beantworten. Zum Beispiel, wie wird dieses Einkommen ermittelt und was fällt alles unter diesem Einkommensbegriff? Nun, meine Damen und Herren, grundsätzlich jedes Einkommen wird unterhaltsrechtlich erfasst. Und heute wollen wir uns vor allen Dingen mit dem Einkommen der nicht selbstständig Tätigen, also wenn sie im Angestelltenverhältnis sind, beschäftigen. Und da hat man dann einmal das Grundgehalt. Und um das vor allen Dingen herauszufinden, muss man sich einfach die letzten 12 Gehaltsbescheinigungen anschauen. Denn ich versuche ja, den Unterhalt für die Zukunft zu errechnen. Das heißt, ich brauche eine Prognose, was wird zukünftig für ein Einkommen erzielt. Und da machen wir Familienrechtler es uns mal wieder relativ einfach. Wir sagen einfach, das, was die letzten 12 Monate an Einkommen erzielt worden ist, das kann ich auch zukünftig als Einkommen erzielen. Deswegen habe ich diesen Auskunftsanspruch für die letzten 12 Monate. Und da will ich nicht nur die Auskunft haben, da will ich auch die Gehaltsbescheinigung sehen. So, und dann schaue ich mir die letzten 12 Gehaltsbescheinigungen an. Und dann sehe ich das Grundgehalt und dann sehe ich das Urlaubsgeld, dann sehe ich das Weihnachtsgeld. All das wird unterhaltsrechtlich erfasst, weil ich bilde das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen. Das heißt, entscheidend für mich sind immer diese Gehaltsbescheinigungen. Und da taucht dann oft die Frage auf, ja, Urlaubsgeld kriege ich doch nur einmal im Jahr oder Weihnachtsgeld kriege ich immer nur im Dezember. Das kann doch nicht sein, dass das für den monatlichen Unterhalt, den ich ja jeden Monat vorauszahlen muss, zugrunde gelegt wird. Aber so ist es. Also es wird das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen ermittelt. Und spannend wird dann die Frage, was passiert, wenn ich Prämienzahlung bekomme, Tantiemenzahlung, Gewinnbeteiligung. Auch die, meine Damen und Herren, werden unterhaltsrechtlich erfasst. Ich wiederhole mich, es wird das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen aus den letzten 12 Monaten ermittelt. Entscheidend ist allerdings schon so die Frage, ob dieses Einkommen, ob diese Prognose entscheidend für die Zukunft immer richtig ist. Die wird dann schwierig, diese Frage schwierig zu beantworten sein, wenn ich unterschiedlich hohe Prämien bekomme. Ich habe aktuell einen Fall, da hat der Unterhaltsverpflichtete ein Grundgehalt inklusive Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und Schichtzulagen von 70.000 Euro Jahresbruttoeinkommen. Jetzt kriegt er aber einmal im Jahr, nämlich im Oktober, eine Prämienzahlung. Und die ist in der Tat im letzten Jahr sehr hoch gewesen, es waren nämlich 40.000 Euro. Jetzt sagt der Unterhaltsverpflichtete, das war eine Ausnahmesituation, ich habe noch nie so eine hohe Prämie bekommen, dann muss ich das natürlich berücksichtigen. Dann schaue ich mir an, wie hoch sind denn in den vergangenen Jahren, von 3 oder 5 Jahren diese Prämienzahlung gewesen und dann bilde ich den Durchschnitt daraus. Das habe ich auch in diesem Fall gemacht, das heißt, ich habe mir die letzten 3 Jahre angeschaut, da waren Prämienzahlungen für die letzten 3 Jahre von 90.000 Euro. Dann teile ich das durch 3, weil ich will ja wieder diesen Durchschnitt ermitteln. Und dann kann ich diese Prämienzahlung mit 30.000 Euro für die Ermittlung des durchschnittlichen monatlichen Nettoeinkommens zugrunde legen. Sie merken also, so kompliziert ist es gar nicht. Ich muss halt einfach nur das gesamte Einkommen erfassen. Und da hilft es auch nichts, dass ich dann als Unterhaltsverpflichteter ja jammer und sage, einmal habe ich ganz, ganz hohes Einkommen in einem Monat und in anderen Monaten habe ich doch ein viel geringeres Einkommen, muss aber immer diesen höheren Unterhalt zahlen. Da sagt die Rechtsprechung relativ einfach, dann musst du halt in dem Monat, in dem du diese hohe Prämienzahlung bekommst, Rücklagen bilden, um diesen Unterhalt zukünftig zahlen zu können. Also von daher entscheidend ist, wie immer, bei der Unterhaltsberechnung, welches Einkommen ist zugrunde zu legen und beim Einkommen ist jeder Einkommensbestandteil, jeder Gehaltsbestandteil zu berücksichtigen.
Und daraus wird dann eben der Ehegattenunterhalt oder der Kindesunterhalt berechnet. Wie immer, meine Damen und Herren, kann diese Ratgebersendung natürlich nur ja, eine Schaffung von Problembewusstsein sein. Diese Ratgebersendung kann keine Beratung ersetzen. Wichtig ist mir aber, dass Sie da gerade beim Unterhaltsrecht, was ja mittlerweile ein Massenphänomen ist, nicht allzu große Rechtsirrtümer unterliegen. Wenn Sie da Fragen haben, wenden Sie sich an die Anwältin, an den Anwalt Ihres Vertrauens. Ansonsten hoffe ich, dass hier wieder interessante Tipps für Sie dabei waren und würde mich freuen, wenn Sie bei der nächsten Ratgebersendung wieder zuschalten. Bis dahin, tschüss.